Riesenkollision vor der Küste Gibraltars. Behörden fürchten eine Ölkatastrophe im Atlantischen Ozean. Laut Medienberichten sind ein Flüssiggastanker und ein Massengutfrachter am Dienstag zusammengestoßen. Der Frachter droht nun zu sinken. Aufgrund seiner Ladung befürchten die Behörden, dass der Treibstoff austreten könnte. Wenn der Frachter wirklich untergeht, könnte das zu einer gewaltigen Umweltkatastrophe führen. Geladen sind fast 183 Tonnen Schweröl, 250 Tonnen Diesel und 27 Tonnen Schmieröl. Der Grund für den Zusammenstoß ist bislang unklar. Der Besatzung des Frachters soll es laut Medienberichten gut gehen. Sie befindet sich noch an Bord, kann aber jederzeit evakuiert werden.